Folge Nummer 58 von Avarion. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind noch angedockt. Nein, sind wir nicht ganz, aber wir machen das sofort. Jetzt sind wir angedockt und dann gucken wir mal hier wieder rein. Ne, Runde weiter. Rüstung handeln. Lux-Klasse. Torpedos brauchen wir jetzt nicht. Da sind Abwrackjäger. Ne, da hier Doppel-Salvaging-Geschützturm. Reparaturgeschützturm. Trinium. Ja, leider nicht, dass wir was brauchen. Flakgeschützturm aus Naonit. Doppelflakgeschützturm sogar. Okay. Ich glaube, letztes Mal hatten wir schon einiges gekauft hier, ne? Irgendwo war das auch, dass irgendwo eine Zeit läuft, wann dieses wieder neu kommt. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, wo. Das hatte der Thomas, glaube ich, geschrieben. Kann man irgendwo sehen, aber wo? Keine Ahnung. So, schauen wir mal durch hier die einfachen Sachen. Maschinengeschützturm. Ich würde jetzt auch Klamotten kaufen wollen. Oh, fortgeschrittenes Handelssystem. Handelsrouten erkennen. Das kaufen wir jetzt ein. Und wenn wir das nachher nur sammeln und mehrere in eine Forschungsstation upgraden. Da ist wieder ein verbessertes Handelssystem. Vielleicht kaufen wir die mal auch gerade. Und packen die dann da rein. Standardhandel, ja, ich glaube, das ist dann zu schlecht. Das sollten wir vielleicht nicht machen. So. Ah, hier läuft die Zeit. 1,52, dann gibt es neue Angebote oder sowas. Aber ändern sich dann die Preise? Das ist die nächste Frage. Ja, wir haben nichts verkauft. Geschützkontrollsysteme gibt es hier. Oder nee, dann lassen wir das erstmal sein. Gucken wir gerade auf die Karte. Gibt es hier noch was Interessantes? Ja, zwei Handelsposten. Und hier gibt es natürlich auch eine Waffenfabrik. Gucken wir mal gerade in die Waffenfabrik. Handeln die hier mit gewissen Dingen? Sprengler, Zielerfassungskarten? Nee. Okay, das andere war jetzt nicht das, was ich brauche. Ausrüstung. Ach, hier gibt es tatsächlich so eine Forschungsstation, ne? Krass. Die Zeit läuft hier noch weiter runter. Jetzt muss ich gerade überlegen. Wir könnten mal gucken, wie viele Handelsklamotten wir noch haben. 1 da. Aha, wir haben verbesserte 5 Stück davon. Krass. Dann sollten wir doch mal gerade die Forschungsstation gleich besuchen und das mal aufwerten, oder? Quantum 1 Hyperraum. Hier unten sind auch noch 2 normale. Ja, das denke ich mal, sollten wir mal in Angriff nehmen. So, Traktorstahl nochmal ran. Wie weit ist das? Ah, noch 10 Sekunden. Blättert das live hier um, oder? Eins, null und neu. Und ja, blättert hier um. Und das ist auch neu gekommen. Geschützkontrollenergie nach Schild. Geschützkontrollsystem, Radar, Schildverstärker für Sondersystem. Komm, da schmeißen wir auch noch einen Ring. Da ist jetzt nichts. Hier noch was. Vierfach Bolter, Geschützturm. 30% Rabatt, noch nicht. Hier, der macht da Kanonengeschützturm. Der macht da richtig Schaden, ne? Vielleicht sollen wir den mal kaufen. Abracker. Ne, den Rest hier ist noch ein Bergbaugeschützturm. Letztens war blauer sogar da und ich habe ihn liegen lassen, ne? Das habe ich im Checken des Videos gesehen. Das war nicht so der Bringer. Ja, das bringt mir aber jetzt gerade nichts, ne? So, gut, dann würde ich jetzt mal gerade die Forschungsstation aufrufen. Aufsuchen, nicht aufrufen. Da ist irgendwo.
Ist das die Forschungsstation dann hier? Nee, oder? Was ist denn jetzt ausgewählt? Da hinten ist sie. Okay, dann fliegen wir da mal hin. Schauen wir mal, dass wir das reinpacken und dann was Besseres rauskriegen. Aber gute Frage, was, ne? Ne, das war zu früh. Das Schiff aus Reuter selber wird angegriffen. Okay. Das Schiff aus Reuter wurde schwer getroffen, zerstörte bevor. Habe ich das hier angeklickt? Natürlich nicht. Shit, hier unten ist keine Nachricht. Ah, da steht es auch schon, dass es zerstört ist. Okay, dann hat sich's erledigt. Gut. Ja, jetzt steht's da unten links auch, ne? Super, oder? Gedockt. Forschen. So. Wir wollten da jetzt das Handelssystem reinbauen, oder? Da sind sie. Und das Bessere sollte da auch noch rein. Tja, und dann noch so eins. Und dann forschen wir. Handelsrouten-Sektoren einer. Ich glaube, das hat mich jetzt nicht so wirklich was gebracht, oder? Ach so, da habe ich jetzt das trotzdem noch behalten. Oder ist das das jetzt? Ich glaube, das ist es hier schon. Das hat mir jetzt gar nicht so viel gebracht, ne? Kann man sowas auch zusammenbasteln? Bringt das was? Okay, ein Hyperraumantrieb, der besser geworden ist. Sprungreichweite. Sprungreichweite plus 3. Habe ich noch so einen? Nee, habe ich nicht. Sowas. Was kann man da noch reinpacken? Radar. Das geht nicht. Aha. Sprungreichweite plus 4 hat das gegeben. Sprungreichweite plus 9 bei Festinstallation. Ich glaube, das war jetzt mal ein Gimmick, das ganz gut war, oder? Wie kriege ich das denn jetzt hier raus? Hier unten ist es gar nicht drin, oder? Achso, das ist wahrscheinlich... Ah, okay, hier ist es eingereiht, alles klar. Ein Geschützkontrollsystem. Was haben wir denn für schlechte Waffen sozusagen, ne? Doppelneunit Abwracker. Ich pack mal da einen Abwracker rein. Bergbau, Handel. Haben wir nicht noch mehr Abwracker? Hier ist ein Abwrack, aber der ist ja schon ziemlich gut. Dann brauche ich da nicht noch erhöhen, ne?
Naja. Wenn ich den jetzt da reinpacke und den da reinpacke, kann ich nichts machen, weil noch nicht fertig ist mit Forschen. Ein Batterie-Upgrade reicht nicht, dass da was passiert. Kann ich hier noch was? Da ist ein Erbau, den will ich nicht verheizen. Den Abwracker, geht der da rein? Bringt das was? Nein, geht nicht. Okay, hat es nicht gebracht. Ja, der Sprung ist schon nicht schlecht, ne? Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Karte. Was haben wir denn hier drinne, dass das so gut ist? Ach so, wir haben wahrscheinlich, hier ist noch ein Handelssystem. Das kann man auch rausbauen. Und den da reinbauen. Jetzt gucken wir mal gerade die Karte an. Der Kreis ist, glaube ich, noch größer geworden. Und wenn ich den jetzt, ne, fest installiere, dann habe ich einen Mega-Kreis, ne? Na, der Kreis ist größer, wie es angezeigt werden kann. Das ist jetzt der Hammer, oder? Gut, würde ich sagen, ne? Das gefällt mir jetzt tatsächlich, das Ding. Geschützkontrollsystem. Ist hier denn, was ist denn hier drin? Lasergeschützturm, okay. Vielleicht sollten wir jetzt mal noch ein Geschützkontrollsystem mit einbauen. So, das können wir mal gerade wegmachen. So, Naonit-Abwracker? Nee. Ich hoffe, der geht da mal so hin. Da sollte der eigentlich nicht hin. Machen wir wieder weg. Ich wollte den schon hier nebenhin machen. Kriege ich den jetzt hier auch drauf? Wieso kann ich den jetzt nicht anpacken? Ah, jetzt habe ich ihn gekriegt. Okay, habe ich doch nicht gekriegt. Der kann weg. Ich hätte gern den gehabt. Wieso ist das jetzt nicht möglich? Was ist hier gerade falsch? Aha, jetzt geht's wohl. Ah, ich kann nicht genug. Okay, alles klar. Sehr schön. P. Haben wir denn noch was frei? Haben wir nicht? Haben wir überhaupt? Ja, hätten wir. Aber das hier ist ein 4 und 2. Wenn ich das jetzt entferne, geht was kaputt, ne? Da müsste ich wo sein? Beim Ausrüstungsdock, glaube. Ja, gut. Das bedeutet, hier oben steht nicht mehr rot. Wir sind nur noch schwach verglichen mit anderen. Ausbauen können wir das am Nähe Ausrüstungsdock oder wie war das? Gut. Ausrüstungsdock ist da. Ich glaube, in der Nähe vom Ausrüstungsdock können wir dann das abbauen. Aber das würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls ihr der Folge was abgewinnen konntet, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.